Hallo Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Ich bin so todmüde. Es ist gerade 5 Uhr morgens. Fragt mich nicht, warum ich so früh aufstehe. Ich weiß es doch selbst nicht. Wie viele von euch wahrscheinlich bereits wissen, habe ich eigentlich keinen Unterricht mehr in der Schule, weil ich halt gerade Abitur schreibe und dann kriegen wir die Zeit, um halt zu lernen dafür. Aber heute muss ich tatsächlich in die Schule, weil wir müssen ein paar organisatorische Dinge klären und wir kriegen unsere Prüfungsergebnisse. Und ich habe so Angst. Bin auf jeden Fall viel zu früh aufgestanden, wahrscheinlich weil ich so nervös bin. Ich musste erst in 3 oder 4 Stunden, also um 8 Uhr und wir haben gerade 5. Ja, das sind 3 Stunden. Boah, Mathe kann ich noch, perfekt. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal dabei mit, weil das ist halt so eine Morgenroutine vor der Schule. Das interessiert ja viele von euch und ich kann das halt nicht mehr so oft machen, weil ich nicht mehr in die Schule bald gehe. Okay, das allererste, was ich machen werde, ist jetzt duschen, weil meine Haare sind so fettig und ekelhaft. Dabei werde ich euch aber nicht mitnehmen. Es tut mir leid. Ich habe gerade geduscht, wie man unschwer erkennen kann. Ich sehe nur leider gerade gar nichts. Also gar nichts. Es kann auch sein, dass ich gerade nicht in die Kamera schaue, sondern einfach komplett daneben. Und deswegen machen wir jetzt die Kontaktlinsen rein. Ja. Okay, Leute. Die erste Seite. Aua. Und dann noch die zweite. Perfekt, die hat irgendwie nicht wehgetan. Mein Handtuch rutscht. Nein. Als nächstes benutze ich einen Toner. Wir machen jetzt Skincare. Das mache ich einfach über mein ganzes Gesicht. Einmal drüber. Und ich benutze dafür immer so Wattepads. Das sind keine richtigen Wattepads, die sind hauchdünn. Und dann kann ich die einfach, weil die sind so nass, auf mein Gesicht legen. Und dann ist es so wie so eine Tuchmaske. Das machen die in Korea sehr viel. Ich habe das Produkt auch aus Korea. Nach einer Zeit können wir das auch wieder abnehmen. Ich habe so viele Mitesser an der Nase, man sieht das jetzt nicht. Pickel habe ich gar keine Probleme. Aber woher kommen diese ganzen Mitesser die ganze Zeit? Das regt mich richtig auf. Nein, meine Brust. Ja, das hält irgendwie nicht richtig. Als nächstes benutzen wir dieses Serum und danach das hier. Das ist Niacinamide und Zink. Und das hier ist Salicylic Acid. Sind beide gut so gegen Pickel und unreine Haut. Eigentlich auch Mitesser, aber die gehen irgendwie nicht weg. Verreibe ich einfach auf meiner Haut ein bisschen. Das ist das erste Produkt, das ist wasserbasierend, deswegen muss ich das als erstes auftragen. Und ich weiß nicht, was das andere ist. Da steht einfach nur Unhydrash. Das ist halt nicht Wasser, dass da kein Wasser enthalten ist. Und dann gehe ich davon aus, dass da irgendwelche Öle drin sind. Öle sollte man immer als letztes in der Skincare-Routine verwenden. Deswegen kommt es erst danach drauf. So. Als nächstes benutze ich meine Feuchtigkeitscreme. Ich habe aus Versehen eine für den Körper gekauft. Aber da steht drauf, warte, wo ist das nochmal? Achso, Face and Body, also auch Gesicht. Das Ding ist, normalerweise würde ich das dann nicht auf mein Gesicht drauf machen. Aber ich habe das schon ausprobiert und ich kriege keine Pickel davon. Also davon benutze ich auch nur immer ganz wenig und dann über mein ganzes Gesicht. Die ist sehr, sehr reichhaltig. Ja? Woher soll ich das wissen? Nee. Ich bin gerade eben erst aufgewacht. Sorry, meine Schwester hat gerade mit mir gesprochen. Und jetzt sind wir schon fertig und ich gehe jetzt mir was anziehen. Okay, also eigentlich wollte ich jetzt meine Haare föhnen und meine anderen Haarprodukte reinmachen, aber das Bad ist gerade besetzt, deswegen schreibe ich jetzt einfach ein bisschen Tagebuch. Leute, ich bin schon so weit, ich will jetzt nicht zeigen, was ich ins Tagebuch geschrieben habe, weil ich habe schon so viel geschrieben. Krass, oder? Das sind so viele Seiten. Ich bin richtig stolz auf mich. Und das ist nicht mein erstes Buch, das ist mein drittes Buch. Ich schreibe jetzt Tagebuch und man sieht es nicht. Perfekt, das Bad ist wieder frei. Ich werde mich jetzt um meine Haare kümmern. Dafür benutze ich diesen Leave-In-Conditioner. Mache davon aber ein bisschen auf meine Hand. Und dann arbeite ich das in meine Haare an, besonders in den Spitzen, und arbeite es so hoch. Er hat auch Hitzeschutz drin, das heißt, ich kann damit auch gleich meine Haare füllen. Meine Haare sind ein bisschen mehr geschützt. Ich mache auch ganz bisschen was von dem Öl rein und später, nachdem ich es geföhnt habe, werde ich es aber nochmal reinmachen. Das hat mir meine Schwester gekauft, das ist richtig gut. Hält sie zumindest. Ich muss noch testen, ob das wirklich stimmt. Aber das mache ich besonders in den Spitzen, weil ich will ja nicht gleich wieder fettiges Haar haben. Dann arbeite ich es leicht hoch. Dann kämme ich meine Haare auch einmal leicht durch, aber von unten nach oben und auf der anderen Seite natürlich auch. Und jetzt fülle ich meine Haare aber nur so halb trocken, weil ich werde dann auch nochmal mit einer Rundbürste drüber gehen. Den Kaffee, den ich immer trinke,
Wassertrinke ist leider leer, deswegen müssen wir uns jetzt mit dieser Maschine genügen. Also leider nicht, wie man Kaffee macht. Perfekt. Was ich weiß, muss man das hier so reintun, das Kaffeepulver, wenn ich nicht dumm bin. Wow, ich habe komplett verschüttet. Und dann hält man das hier so rein. Perfekt. Jetzt brauche ich noch eine Tasse. Ich habe eine Tasse, die stellen wir jetzt drunter und ich glaube, man muss einfach so machen. Ich habe definitiv was falsch gemacht, weil es tropft da an der Seite runter. Seht ihr das? Okay, ich glaube, das reicht. Ich habe ja auch so einen tollen Kaffeebecher. Da kommt jetzt erstmal ganz viel Zucker rein. Und mit viel meine ich auch viel, weil ich hasse dieses Bittere vom Kaffee. Ich glaube, das war genug. Und da machen wir jetzt Eiswürfel rein. Wir haben da so eine Eiswürfelmaschine. Okay, und dann mache ich da 2 verschiedene Sorten Milch rein. Fragt mich nicht warum. Ich habe mir das einfach so angewöhnt. Das hier ist einmal Sojamilch. Und das hier ist laktosefreie Milch, aber normale Kuhmilch. Also wir gehen jetzt dann. Okay, jetzt. Um eins, ja, ich weiß. Danke. Mit dem Kaffee, wie gesagt, kannst du die. Ja, mache ich. Okay, mein Vater war kurz drin. Und da machen wir jetzt den Kaffee rein. Ich hoffe so, wie er schmeckt. Ist in Ordnung. Ich weiß, ihr sagt jetzt wahrscheinlich wieder was anderes, aber ich finde, mein Haar sieht so schlimm aus, weil es ist so richtig aufgepufft. Und das Ding ist, es ist noch so halb nass. Das heißt, wenn es jetzt komplett trocknen würde, dann wären meine Haare so. Deswegen benutze ich jetzt die Rundbürste und einen Hitzeschutz, weil die wird relativ heiß. Ich zeige euch auch genau, wie ich das mache. Und zwar teile ich meine Haare in 3 Sektoren. Das ist das erste. Diese Haare klippe ich hoch mit einer Klammer. Und dann sprühe ich das Zeug in die Länge. Und das klippen wir. Und das muss ich erstmal anschließen. Dann kämmen wir meine Haare einmal gut durch, damit sich der Hitzeschutz auch verteilt. Und dann, ich zeige euch einmal kurz, wie ich das Ganze mache, weil sobald es laut ist, kann ich halt nicht mehr sprechen. Ich klemme das so in die Haare rein, drehe das hier so die Strähne und dann ziehe ich das so ganz langsam nach unten. Wenn man unten noch Locken haben will, kann man das so eindrehen, aber das fällt bei mir sowieso immer weg. Also nach mindestens einer Stunde ist es wieder raus, deswegen mache ich die einfach komplett glatt. Und ich fange immer mit den hinteren Strähnen an, mache das Ganze, weil dann kann ich die einfach nach hinten werfen und kann halt sauber arbeiten. Okay, meine unteren Strähnen sind jetzt fertig. Die tue ich jetzt nach hinten. Dann nehme ich meine Spange, mache das hier auf. Diese Haare kommen jetzt alle nach vorne, damit sich das nicht vermischt. Und dann trenne ich wieder ab, ungefähr so. Dann muss ich immer aufpassen, dass die Haare nicht nach hinten kommen, weil das passiert schnell. Aua. Und die klebe ich dann wieder hoch. Ungefähr so. Hier kommt jetzt überall der Hitzeschutz rein. Auf die andere Seite auch. Und da werden die Haare natürlich auch nochmal gut. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Und jetzt kommt die letzte Haarsektion von oben. Wieder nach vorne. Dann kommt wieder Hitzeschutz drauf. Dann durchkämmen. Und dann wieder dasselbe. Okay, meine vorderen Strähnen mache ich dann nochmal extra. Und zwar teile ich sie mir hier ab. Ungefähr so. Und dann gehe ich mit dieser Rundbürste so drüber. Und dann mache ich diese Rolle rein. Ihr werdet es gleich sehen. Und dann mache ich da die Klammer rein, damit das Ganze
besser hält. Und so sieht mein Haar dann aus. Ich kämme das nochmal durch und dann kann ich es euch genauer zeigen. Mein Haar fühlt sich jetzt auf jeden Fall 10.000 besser an. Und so sieht es aus. Es ist jetzt richtig schön glatt geworden. Ja. Next step ist mein Bett zu machen. Ich weiß nicht genau, ob man das gerade überhaupt erkennt. Ich habe mal 1000 Kissen. Warte mal kurz. 1, 2. Und hier habe ich dann halt nochmal 3 Stück, also insgesamt 5 Kissen. Und die haben auch eine bestimmte Anordnung bei mir. Fragt mich nicht warum. Aber das muss so sein. Hier habe ich meine Kuscheltiere. Die haben auch mal ihren Platz. Eigentlich noch ein Kuscheltier. Wo ist das hin? Ah, da. Und das kommt da hin. Mein Bild ist runtergefallen. Nein. Ich habe hier so ein Bild, was ich immer aufstelle. Perfekt. Dann meine Decke. Muss ich platzieren. Es soll ja schließlich alles schön aussehen. Und dann noch die hier. Die habe ich immer, weil in der Nacht ist mir immer kalt. Und ja, ich weiß, wir haben eigentlich Sommer. Es sind draußen gerade 27 Grad, glaube ich. Also nein, 23 Grad. Und ich friere trotzdem in der Nacht. Ich weiß auch nicht, warum. Am Tag ist mir auch super warm. Da kann ich auch kurze Sachen tragen. Aber in der Nacht ist mir immer kalt. Deswegen brauche ich mehrere Decken. Ach so, ja, hier und noch so ein Kuscheltier. Perfekt. Mein Bett ist gemacht. Als nächstes kommt mein Make-up, da nehme ich euch natürlich auch mit. Erstmal die Spangen, damit meine Haare aus dem Gesicht sind. Dann benutze ich eine Feuchtigkeitscreme. Wenn man hier drauf drückt, dann kommt die raus. Also das ist eigentlich eine andere Feuchtigkeitscreme. Ich habe die nur in diese Tube gefüllt, weil ich die Verpackung so cool finde. Und da machen wir jetzt irgendeine andere Feuchtigkeitscreme drauf. Weil man kann das hier dann oben so vermixen. Und das kommt dann auf unser Gesicht. Ich weiß, ich habe davor schon Skincare gemacht, aber ich weiß nicht. Mein Make-up sieht einfach immer besser aus, wenn ich kurz davor nochmal eine Feuchtigkeitscreme drauf mache. Ich habe gelernt, das schützt auch ein bisschen deine Haut. Ja, jetzt sehe ich rot. Und dann kommt eine Sonnencreme. Ich trage immer Sonnencreme, auch im Winter tatsächlich, weil auch wenn man die UV-Strahlen nicht sieht, auch wenn man die Sonne nicht sieht, UV-Strahlen sind halt trotzdem da, machen deine Haut kaputt. Und wenn ihr irgendwie Probleme mit eurer Haut habt, wie zum Beispiel Pickel oder so, dann kann das tatsächlich auch helfen. Und vor allem, ihr werdet nicht so schnell alt. Also ich weiß, es ist dumm, jetzt schon darüber nachzudenken. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich dann 30 bin oder so, dann werde ich mir selbst danken, dass ich jetzt schon mit Sonnencreme angefangen habe. Achtet aber immer darauf, dass ihr eine Sonnencreme fürs Gesicht nimmt, weil wenn ihr eine Körpersonnencreme benutzt, da sind dann irgendwelche Öle drin, die nicht gut für eure Haut ist. Und dann habe ich schon alles ausprobiert. Als nächstes benutze ich einen Primer. Der hier ist jetzt von SheGlam. Ich weiß, es ist keine gute Marke. Aber Leute, der Primer ist so gut. Ich hatte das mal geschenkt bekommen. Und ich dachte mir so, wenn ich es schon habe, dann kann ich es auch benutzen, oder? Es bringt ja nichts, das jetzt wegzuschmeißen. Deswegen, ich will das jetzt nicht promoten. Ich zeige euch das jetzt nicht, weil ihr das auch kaufen sollt. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, der Primer ist echt gut. Deswegen benutze ich ihn zu Ende. Ich werde ihn aber wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, sondern dann einfach versuchen, einen anderen guten Primer zu finden. Ich stelle mal meinen Spiegel hier so auf, damit ich mich besser sehen kann. Perfekt. Als nächstes benutze ich Concealer. Dafür benutze ich den von Maybelline und der ist so rosa stichig. Der kommt immer unter meine Augen, weil der setzt sich am wenigsten in meine Fältchen ab. Den verblende ich dann auch direkt. Und auf meiner restlichen Haut benutze ich das hier. Das ist so eine koreanische BB-Cream. Die ist mir eigentlich zu dunkel, aber ich sehe jetzt halt so blass aus und deswegen ist es gut, wenn meine Haut dadurch ein bisschen dunkler gemacht wird. Und das benutze ich erstmal mit einem, das verblende ich erstmal mit diesem Pinsel. Ich habe das Gefühl, wenn ich sofort mit dem Beauty-Schwamm drüber gehe, dann verliere ich so viel Produkt. Und das wäre schade, weil die ist nicht ganz günstig. Leute, es ist so warm, ich muss die Klimaanlage anmachen. Ich erhitze hier drin sonst, weil ich bin hier in der Dachschräge und sobald die Sonne scheint, wird es hier drin so warm. Nur, dass ich eine Klimaanlage habe, seht ihr. Als nächstes kommt Bronzer, also Contouring. Da benutze ich einfach die Contouring-Palette Essence. Ich benutze tatsächlich denselben Pinsel, mit der ich gerade die BB-Cream aufgetragen habe, weil der ist halt noch ein bisschen feucht und da ist ein bisschen Produkt drauf. Und ich finde, das sieht so gut aus, wenn sich das ein bisschen mit diesem Contouring-Puder vermischt, weil dann wird das so zu einem Creme-Produkt fast schon. Und das verblendet sich dann auch viel besser. Ich finde, das sieht so schön aus. Und auf meine Stirn ein bisschen. Und dann kommt noch an dem Hals hier. Auf die andere Seite. Und noch auf die Nase. Ich kann auch ganz leicht auf meine Augenlider machen. Dadurch werden meine Augen betont. Jetzt kommt Fixing Spray. Das muss kurz einwirken. Und dann kommt das Puder. Ich kann in der Zeit schon mal mit Augenbrauen weitermachen. Da mache ich tatsächlich immer nur am Ende ein bisschen was mit dem Stift. Weil ich das nicht mag, wenn die vorne zu dunkel werden. Und ich habe eigentlich relativ viel Augenbrauen. Und dann benutze ich so einen Brush und gehe nochmal drüber, damit sich das Ganze ein bisschen verblendet und nicht zu harsch aussieht. Weil dadurch wird das natürlicher. Ich habe auch so eine Lippenmaske. Mist! Mache ich immer auf meine Lippen eigentlich am Anfang, aber ich habe es jetzt gerade vergessen. Weil während ich mich schminke, wirkt die dann so ein und macht meine Lippen weich. Jetzt kommt das Puder zum Einsatz. Da benutze ich immer loses Puder. Geht einfach rein, versuche das ein bisschen abzuklopfen und dann gehe ich unter meine Augen. So. Und ein bisschen an meiner Stirn hier. Ansonsten nehme ich nochmal einen Pinsel, gehe da rein. Und gehe nochmal überall drüber. Also über mein ganzes Make-up. Auch über meinen Bronzer, damit der halt besser halten kann. Und auch hier unten, wo ich den Bronzer hingemacht habe. Dann nehme ich Blush. Den hier. Und
gehe hier oben. Oh mein Gott, das war viel zu viel Mist. Finde ich das Ganze einfach ein bisschen aus. Jetzt, wo ich filme, geht irgendwie alles gefühlt schief. Mein Augenbrauen-Make-up ist ein bisschen weggegangen. Muss da eigentlich ein bisschen mehr aufpassen. Dann natürlich Highlighter. Der kommt jetzt auf meine Nasenspitze. In meine Augenwinkel. Augeninnenwinkel, Entschuldigung. Und unter meine Augenbrauen. Und natürlich auf die Wange. Aber da muss man echt gut verblenden, weil sonst sieht man da so Abdrücke und ich hasse das. Dann kommt tatsächlich nochmal mein Fixing-Spray. Diese Wimpern werde ich gleich aufkleben. Ich benutze tatsächlich zurzeit gar keine Wimperntusche mehr. Finde ich unnötig, wenn ich sowieso Wimpern aufklebe, weil dann schone ich meine eigenen Wimpern. Denke ich zumindest. Ich glaube, Wimpern, Fake Lashes sind viel schädlicher eigentlich für Wimpern. Keine Ahnung. Muss eh kurz trocknen. Wir machen den Kleber drauf, dann ziehen wir mir einen Eyeliner und dann machen wir die Lashes erst drauf. Kommt der Eyeliner? Sieht man das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ich habe Augenbrauengel vergessen. Den machen wir auch kurz rein, damit meine Augenbrauen auch so bleiben, wie ich sie kenne. Wir warten noch kurz wegen den Wimpern. Ich bin immer so ungeduldig, ich will sie mal gleich aufkleben. Ich kann in der Zeit aber kurz meine Lippen weiter schminken. Eigentlich schminke ich sie nie, weil ich mag meine Lippen so, wie die aussehen. Aber wir können ein bisschen Contouring drum machen, dann sehen sie größer und voller aus. Und etwas Lipgloss. Das ist jetzt gar kein Lipgloss, sondern Jelly. Lip Jelly, keine Ahnung. Fühlt sich ein bisschen anders an. Aber hat denselben Effekt. Jetzt kommen die Lashes. Die eine Seite ist drauf. Seht ihr den Unterschied? Ah, jetzt kommt die andere. Ich klebe die übrigens immer von unten auf, weil erstens habe ich das Gefühl, das sieht natürlicher aus und zweitens schädigt es meine Wimpern nicht so sehr. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Und das war auch schon mein Make-up. Also meine Lashes muss ich nochmal gleich richtig dran drücken. Meine Kamera zeigt, dass ich 16 Minuten und 20 Sekunden gebraucht habe. Also so lange dauert das Ganze jetzt auch nicht. Ich muss nur kurz meinen Schreibtisch jetzt wieder aufräumen. Mein Schminktisch, meinte ich. Weil bei mir hat immer alles einen Platz. Und nachdem ich mich geschminkt habe, ich muss sofort aufräumen. Weil sonst werde ich es nie tun. Und ich hasse Unordnung. Perfekt! Falls ihr euch gerade fragt, Dani, warum zum Teufel hast du was komplett anderes an? Ich habe gerade einen TikTok gedreht und ich musste dafür rote Sachen anhaben, okay? Okay, akzeptiert es. Wir werden jetzt auf jeden Fall meinen Schreibtisch weiter aufräumen. Mein Make-up ist übrigens richtig gut geworden. Ah, ja! Ich weiß nicht wie, aber das wird immer unordentlich. Ist das irgendein Brief, den ich nie aufmachen werde? Ich sollte eigentlich auch mal wieder für mein Abi lernen, aber nein, das mache ich die ganze Zeit nicht. Oh, vielleicht mache ich das mal gleich. Ich habe nämlich immer noch Zeit, bevor ich los. Kaugummis! Ja, hier liegen irgendwie so ganz viele Sachen herum, aber ich weiß alle nicht, wo ich die hin tun soll. Ja, komm, Sonnenbrille und Kaugummis können in meine Tasche rein. Das hier klebt. Boah, ist das kaputt gegangen. Kann ich hier unten hin, weil da ist Platz. Hier ist mein Fake-Handy. Also es ist kein Fake-Handy, aber ich benutze es immer, wenn ich TikToks drehe, als Fake-Handy, weil es mein altes. So, meine Bürste muss ins Bad. Das ist für meine Klimaanlage. Ich liebe das Teil, weil das schaltet meine Klimaanlage. Mein Haargummi muss auch ins Bad. Okay. Oha! So schnell aufgeräumt. Perfekt, dass mein Handy bleibt. Okay, Leute, ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Wir schreiben zusammen eine To-Do-Liste für heute. Cool, das hat kein Akku mehr. Oh, was funktioniert hier eigentlich in meinem Zimmer? Gar nichts. So, ich schreibe mir eine To-Do-Liste, von der ich dann wieder die Hälfte nicht mache, aber das macht auch nichts. Ich schreibe sie mal kurz, die müsst ihr euch nicht mit anschauen, da sind auch sehr viele private Sachen mit drauf, deswegen. Okay, Leute, ich weiß, boah, dieses Licht, ey. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade alles so mitbekommt, aber ich bin gerade super nervös die ganze Zeit und ich habe gefühlt die ganze Panikattacken. Eine Sache, die mir dabei immer hilft, ist tatsächlich Klavier spielen, weil ich dann einfach runterkommen kann. Deswegen machen wir das jetzt auch. Auch weil ich einfach Bock habe, um echt so ein Klavier zu spielen. Ich würde euch gerne was vorspielen, aber ich weiß, dass dieses Video dann gesperrt werden würde, beziehungsweise ich es nicht monetarisieren kann. Deswegen tut es mir leid. Aber falls ihr mal etwas anhören wollt, was ich mal gespielt habe, dann schaut gerne auf TikTok vorbei. Wollte gerade Instagram sagen, aber da habe ich es nie hochgeladen. Ah, wait a minute. Ich sehe gerade, ich muss ein Video hochladen, weil mein Manager hat mir gerade geschrieben, dass eine Kooperation freigegeben wurde. Für die Leute, die es noch nicht wussten, Kooperationen funktionieren halt so. Ich bekomme ja die Produkte zugeschickt und werde ja dafür bezahlt, dass ich damit ein Video mache. Und ich kann aber nicht einfach irgendein Video machen, es gibt immer Vorgaben. Und dieses Video wird dann zuerst an den Kunden geschickt, also die Person, von der die Marke ist oder die halt dafür zuständig ist. Die checkt das dann ab, meistens haben die dann was zu kritisieren und sagen, nee, das muss abgeändert werden oder das wollen sie lieber so haben, bla bla bla. Dann muss ich es halt bearbeiten und den nochmal schicken. Und es wurde aber gerade freigegeben. Das heißt, ich kann es jetzt posten. Es gibt auch immer Posting-Zeiten und so. Deswegen mache ich das mal kurz und posten. Ja, okay, perfekt. Ich spiele zurzeit Titanic. My heart will go on. Das kann ich euch auf jeden Fall nicht vorspielen, weil sonst werde ich hier gesperrt. Ugh!
Okay, ich habe jetzt meine Tasche gepackt, weil ich möchte gleich los. Das hier ist mein Outfit. Keine Ahnung, ob man das richtig sieht. Und ja, ich trage eine kurze Hose, lasst mich in Ruhe. Es ist so warm draußen, okay? Es hat auch noch geregnet in der Nacht. Das heißt, es ist so schwül. Mein Portemonnaie mit. Meine Sonnenbrille. Meine Kopfhörer. Kaugummis. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich muss dann das mitnehmen. Ich werde da wahrscheinlich auch nur 30 Minuten sein, weil wie gesagt, uns wird nur kurz etwas gesagt wegen den mündlichen Prüfungen, wie die ablaufen. Und dann halt werden uns die Ergebnisse gegeben. Dann quatsche ich vielleicht noch ein bisschen mit meinen Freunden und ich werde danach direkt zu Friederike gehen. Mal schauen, ob ich euch dabei mitnehme. Muss ich mal schauen. Okay, Leute, ich war gerade in der Schule und ey, ich zeige euch jetzt meine Prüfungsergebnisse. Übrigens, ich stehe gerade vor Dianas Haus, weil ich hole sie jetzt ab und dann fahren wir zu Friederike. Also, ich sage euch mal kurz, was ich eingeschätzt hatte. Ich dachte, Kunst hätte ich komplett verkackt. Also wirklich, wirklich, weil wir mussten ein Bild abgeben und es hat mir halt gar nicht gefallen, ne? So, Mathematik gab es halt ein paar Aufgaben, die ich nicht lösen konnte. Ah, cool, da kommt Diana, ja. Und Englisch, Englisch ist bei mir eigentlich ganz gut gelaufen, deswegen war ich enttäuscht, weil ich habe nur 12. Das ist eine 2+. Und, hallo? Ich bin gerade. Kurze Information. Okay, in Mathematik habe ich 13 Punkte, das ist ungefähr eine 1-. Wie gesagt, das ist besser, als ich erwartet habe, weil ich da ein paar Aufgaben verkackt hatte. Und Kunst habe ich sogar 15, das ist eine 1+. Das ist die beste Note, die man bekommen kann. Willst du vielleicht auch sagen, was du bekommen hast? Ja, okay. Nur wenn du willst, musst du nicht. Also, in Mathe hatte ich 8 Punkte, in Bio 11 und in Englisch 13. Das ist besser gelaufen, als erwartet. 8 ist, glaube ich, eine 3, oder? Ja. Du musst immer die Zahl dazu. Also, warte. Okay, 8 Punkte ist eine 3, 11 Punkte ist eine 2 und 13 Punkte ist ein 1-. Ja, und Diana ist auch zufrieden mit ihren Ergebnissen. Perfekt, wir können los zu Friederike. Ja, dass die Kamera da stehen lassen. Ja, nein, Auto natürlich erst. Nicht. Ja, ich fahre schon niemanden um. Ich sollte vielleicht nicht die Straße zeigen. Doch, hier kannst du... Oh, nee, zeig mal nicht. Obwohl, ist egal. Ist egal. Wir stehen ja gerade ein bisschen weiter weg von dir zu Hause, also.